Deutsche IS-Unterstützer verhaftet und Mozilla kooperiert mit Tor. Das ist Ella, ich bin Tian. Und das sind die Was geht ab Flash News. Heute Morgen hat die Polizei 8 deutsche mutmaßliche Dschihad-Unterstützer in Köln und Umgebung festgenommen. An dem Einsatz waren 240 Polizisten beteiligt. Die verhafteten Männer sind zwischen 22 und 35 Jahren alt. Ihnen wird vorgeworfen, durch Einbrüche in Schulen und Kirchen den Islamischen Staat finanziell unterstützt zu haben. Einerseits sollen sie mit dem Geld Kämpfer in Syrien unterstützt, andererseits die Ausreise von deutschen Dschihadisten finanziert haben. Zusätzlich hat die Polizei heute Morgen noch bei 20 weiteren Verdächtigen Razzien durchgeführt. Sie sollen ebenfalls bei den Einbrüchen beteiligt gewesen sein, sowie gefälschte Pässe für ausreisewillige deutsche Dschihadisten besorgt haben. Gegen einen 58-jährigen Pakistani, der in Deutschland wohnt, ermittelt die Bundesanwaltschaft. Nach monatelangen Verhandlungen haben die USA und China gemeinsam Klimaziele festgelegt. Es ist das erste Mal, dass die Volksrepublik einem solchen Abkommen zugestimmt hat. China und die USA sind die größten CO2-Emissionsproduzenten weltweit. In dem Abkommen haben sie jetzt Ziele vereinbart, um den CO2-Ausstoß zu verringern. China möchte bis 2030 den Höhepunkt seiner Kohlendioxid-Emissionen erreicht haben. Bis dahin soll der Anteil erneuerbarer Energien auf ca. 20% steigen. Zu einer Reduktion von Treibhausgasen hat sich China aber nicht verpflichtet. Es werden auch weiterhin Kohlekraftwerke gebaut werden. Die USA wollen bis zum Jahr 2025 den Ausstoß von Treibhausgasen um 26-28% im Vergleich zum Jahr 2005 reduzieren. Bisher war das Ziel der USA gewesen, die Treibhausgase um 17% bis 2020 im Vergleich zu 2005 zu verringern. Ende nächsten Jahres wird in Paris die UN-Klimakonferenz stattfinden, bei der ein neuer Klimavertrag verabschiedet werden soll. Die USA und China weigerten sich aber bisher, verbindliche Minderungsziele festzulegen. Der Firefox-Hersteller Mozilla gab bekannt, zukünftig mit den Betreibern des Tor-Netzwerkes zusammenarbeiten zu wollen. Die Tor-Betreiber sollen Mozilla dabei helfen, den Browser Firefox sicherer zu machen. Im Gegenzug bietet Mozilla Tor schnellere Server an. Das soll mit Hilfe von sogenannten Middle Relays passieren. Außerdem will Mozilla mit dem Projekt Polaris die Privatsphäre von Internetnutzern in den Fokus rücken. Mozilla möchte seinen Nutzern viel Kontrolle darüber ermöglichen, wie die eigenen Daten verwendet werden. Darum wird bei dem Projekt Polaris auch gerade eine Funktion getestet, mit der Nutzer Rückverfolgung abschalten können. Würdet ihr so eine Tracking-Sperre nutzen? Eure Meinung in die Kommentare. Und hier findet ihr jetzt noch ein Video zu Tor und zum Darknet. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt es doch und gebt uns einen Daumen nach oben. Hier könnt ihr den Kanal abonnieren und in der Infobox gibt es alle Social-Media-Links sowie die Links zu unseren Kanälen. Genau, das waren die Was geht ab Flash News und wir sind raus. Tschüss. Tschüss.